Freundinnen und Freunde der Astrologie, im September kann sich in der Liebe das Blatt nochmal wenden, denn Venus und Merkur werden wieder direktläufig. Und das Beste ist, die beiden Liebesplaneten Venus und Mars gehen eine ganz zauberhafte Verbindung ein. Außerdem hat der Kosmos einen romantischen Neumond und einen karmischen Vollmond zu bieten. Und wir feiern Mabon, die Herbsttag- und Nachtgleiche. Wie sich das alles für euer Horoskop auswirkt, darum geht es in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast zu den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im September 2023. Wenn ihr möchtet, könnt ihr direkt zu eurem Sternzeichen springen. Die Timecodes dafür findet ihr in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes und zwar unter dem Horoskope-Shop. Aber ich würde euch raten, hier im Einführungsteil noch dabei zu bleiben, denn darin erhaltet ihr wertvolle Infos über die wichtigen Konstellationen des Monats. Und wie die sich dann für die einzelnen Sternzeichen und Aszendenten auswirken, das erfahrt ihr nachher im Sternzeichenteil. Außerdem gibt es gleich wieder eine Verlosung und Geschenke. Lasst uns mit dem Gewinnspiel anfangen. Dazu lade ich auch herzlich alle meine Follower auf Instagram ein. Diesmal könnt ihr eine schriftliche Jahresvorschau als PDF gewinnen. Und die verlose ich unter allen, die meinen YouTube-Kanal jetzt abonnieren oder schon abonniert haben und die mir hier einen netten Kommentar posten. Mehr Infos zur Verlosung gibt's auch nachher nochmal im Serviceteil. Wer gewonnen hat, erfahrt ihr dann im Oktoberhoroskop. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung im August. Das Partnerhoroskop geht an Tanja Bergendahl. Vielleicht kann es dir ja schon ein paar deiner Fragen beantworten. Vielen Dank jedenfalls für dein liebevolles Feedback. Bitte melde dich bei uns unter service@antonialangsdorf.com oder auf unserer neuen WhatsApp-Nummer 0173 4717 394, damit wir dir dein Horoskop zusenden können. Wie immer habe ich auch diesen Monat wieder ein Rabattgeschenk für euch. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Die Vorläufer davon sind schon im August über mich und meine Familie hinweggerollt. Deswegen dachte ich mir, ich biete euch jetzt den Vitalstatus an. Da erfahrt ihr, welche Aspekte eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Das Vitalstatus-Horoskop als PDF ist gültig für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Und ihr bekommt es jetzt und bis zum 23. September mit 20% Rabatt. Gutscheincode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Und jetzt wollen wir in die wichtigen Themen des Monats September schauen. Der Übergang vom August in den September wird dominiert von einem besonderen Vollmond in den Fischen am 31. August. Die Konstellation aktiviert Meisterschaftsplanet Saturn und hat eine starke spirituelle Kraft. Der Vollmond wirft ein Licht auf das, was für uns wesentlich und wichtig ist und eignet sich sehr gut für eine Meditation. Infos und Ideen, wie der Vollmond für die einzelnen Sternzeichen wirkt, findet ihr im August-Horoskop. Dort könnt ihr auch noch mal reinschauen, um euch auf diesen Vollmond vorzubereiten. Wir starten dann in den September mit einer erfreulichen und harmonischen Verbindung von Glücksplanet Jupiter zur Jungfrau Sonne. Und auch Denker Merkur ist mit von der Partie. Das dürfte uns mental stark anregen, auch wenn der Merkur noch rückläufig ist. Vielleicht sollte man jetzt nicht gleich jede Idee hinausposaunen, es können noch Informationen fehlen. Aber wahrscheinlich steckt viel Gutes in dem, was uns jetzt gedanklich beschäftigt. Und manchmal haben wir auch einfach Glück. Eingespielte Abläufe, die gut funktionieren, dürften uns jetzt auch leicht von der Hand gehen. Es ist also eine gute Zeit, um nach dem Sommer wieder in den Alltag zurückzufinden. Ihr könntet das erste Oktoberwochenende zum Beispiel nutzen, um eure Urlaubsfotos zu sortieren und vielleicht ein schönes Fotobuch zu gestalten. Oder um euch bei lieben Menschen zu melden, die euch in der Urlaubszeit vermisst haben. Und hurra, am 4. September wird die Venus wieder direktläufig. Dann kommen in der Liebe und in unseren Beziehungen, aber auch bei finanziellen Angelegenheiten, viele Dinge wieder in den Fluss.
Denker Merkur ist zwar noch rückläufig, deshalb sollten wir die Dinge nicht gleich überstürzen. Aber in romantischer und gefühlsmäßiger Hinsicht wird uns das bestimmt gut tun. Und als Sahnehäubchen obendrauf verbindet sich nun die Venus im Löwen mit dem charmanten Waagemars in einem ganz zauberhaften Aspekt, der sowohl Liebesbeziehungen als auch Freundschaften unterstützt. Und das Tollste ist, diese entzückende Verbindung hält an bis Mitte Oktober. Allerdings hat die Venus auch noch zwei Herausforderungen zu bestehen. Bis zum 19. September läuft sie quer zu Jupiter. Das kann eine Neigung zu überhöhten Erwartungen und zur Bequemlichkeit mit sich bringen. Wir denken dann, andere sollten doch bitte Dinge für uns tun, das würde uns zustehen. Oder wir erwarten Hollywood-Romantik von unserer Beziehung und sind dann enttäuscht, wenn alles nur ganz normal ist. Auch Verschwendung kann ein Thema sein. Zum Beispiel könnten wir dazu neigen, mehr Geld auszugeben, als da ist, um uns Luxus zu gönnen. Also in der Zeit vom 4. bis 19. September bitte auf dem Teppich bleiben, zumal ja auch Denker Merkur noch bis zum 15. September rückläufig ist. Da hat man schnell den Wert einer Sache falsch eingeschätzt. Die zweite Herausforderung für die Venus in diesem Monat ist der letzte große Spannungsaspekt zu Unruhestifter Uranus vom 24. September bis zum 4. Oktober. Ihr erinnert euch, zwei dieser kritischen Venusphasen haben wir seit Juni schon durchgemacht. Und das ist dann die dritte und letzte dieser Serie. Für viele ging es mit einem Auf und Ab oder sogar Chaos der Gefühle einher. Andere waren super verliebt, für wieder andere war es eine Zeit der On-Off-Beziehungen oder es kam sogar zum Bruch. Und das mussten nicht immer Liebesdramen sein. Es konnten auch äußere oder gesundheitliche Umstände dazu führen, dass man sich nicht gesehen hat, Einladungen absagen musste oder es nicht so lief, wie man sich's gewünscht hätte. Schreibt mir doch gern mal hier in die Kommis, wie es euch in den letzten 10 Wochen ergangen ist. Dieses letzte Quadrat zwischen Venus und Uranus dürfte nun den Abschluss der Entwicklungen bringen. Entweder man rauft sich endgültig zusammen und freut sich, dass man es geschafft hat, oder man muss einsehen, dass es besser ist, getrennte Wege zu gehen. Auch in finanzieller Hinsicht dürfte sich dann oder anschließend dann zeigen, ob sich eine Sache gelohnt hat oder nicht und ob man rechtzeitig aussteigen sollte, um Verluste zu vermeiden. Jedoch glaube ich, dass die schöne Venus-Mars-Verbindung, die ich vorhin schon erwähnt habe, hier für Ausgleich sorgen kann. Wenn wir trotz großer Gefühlswellen unsere Freundschaften und unsere bestehenden Beziehungen hochhalten und manche Situationen auch einfach mit Humor nehmen, dürfte das alles nicht mehr so anstrengend sein wie noch den Sommer über. Und so mancher Single wird sich im September jetzt neu verlieben und die ganze Zeit auf rosa Wolken schweben. Nachher gehe ich dann noch für alle Sternzeichen und Aszendenten darauf ein, in welchen Lebensbereichen sich die Venus-Aspekte abspielen. Am 15. September haben wir einen romantischen und gleichzeitig auch geistreichen Neumond im Zeichen der klugen und sanften Jungfrau. Dabei wird auch Romantikplanet Neptun angeregt, während gleichzeitig Venus und Mars ihre charmante Verbindung beibehalten. Der Neumond läutet also eine Phase mit bezaubernden Flirtchancen ein und auch in unseren festen Beziehungen sind wir fantasievoll und uns fällt eine Menge ein, wie wir uns mit unseren Liebsten gegenseitig verwöhnen können. Mit dem Neumond wird dann auch der Merkur wieder direktläufig und das heißt, unsere Mentalkräfte werden rund um diesen Richtungswechsel stark angeregt, vor allem vom 12. bis zum 19. September. Gleichzeitig aktiviert der Neumond den genialen und chaotischen Uranus und Transformator Pluto. Deswegen kann das eine Zeit sein, in der uns neue und außergewöhnliche Lösungen für altbekannte Probleme einfallen. Möglicherweise denken wir dann, warum bin ich da nicht schon längst drauf gekommen? Warum fällt mir das erst jetzt ein? Am besten gar nicht bewerten und hinterfragen. Vielleicht gibt es sogar einen technischen oder gesellschaftlichen Durchbruch. Und das sollten wir dann einfach umarmen und uns darüber freuen. Noch bis Anfang Oktober setzt Merkur diese Aspekte fort und sorgt dafür, dass uns ein Licht nach dem anderen aufgeht. Und während uns die Aspekte einerseits scharfsinnig machen, sorgt Neptun andererseits für eine gewisse Verträumtheit und manchmal sogar Verpeiltheit. Er zieht uns in der Zeit vom 15. bis 22. September immer wieder in seinen Unterwasser-Traumpalast. Und dadurch bekommen wir eine ganz andere und teilweise nicht ganz realistische Perspektive.
Das kann unseren Geist befruchten, denn es regt die Vorstellungskraft stark an. Wir müssen aber aufpassen, dass wir uns nicht in Fantasien und Tagträumen verlieren, sondern die Fakten im Auge behalten. Manche von euch empfangen vielleicht auch Botschaften in ihren Träumen. Deswegen haltet euer Traumtagebuch bereit, um euch am Morgen danach alles zu notieren. Wenn ihr spirituell arbeitet, ist das eine großartige Phase, denn der Kanal zur geistigen Welt ist weit geöffnet. Für unsere Liebesbeziehungen kann es eine besonders romantische Phase sein, in der wir gern mal die rosa Brille aufsetzen. Wenn ihr euch unter diesem Aspekt verliebt, lasst euch Zeit mit der neuen Geschichte, auch wenn sie möglicherweise extrem romantisch erscheint. Hier kann euch die 90-Tage-Regel gute Dienste leisten. Und mehr Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Am 23. September um 8.49 Uhr wechselt die Sonne ins Beziehungszeichen Waage. Das ist einer der vier Sonnenwendpunkte des Jahres, die Herbsttag- und Nachtgleiche, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Anschließend neigen sich die Waagschalen Richtung Nacht, dann werden die Nächte wieder länger als die Tage. Im spirituellen Jahreskreis ist das Mabon, das Erntedankfest. Und traditionell musste man nun zusammenrücken und sich gemeinsam auf den kommenden Winter vorbereiten. Der Herbst kann ja auch wirklich sehr kuschelig sein, wenn man das Glück hat, Menschen um sich zu haben, die man liebt. Und das wiederum ist ja das Waage-Thema. Die charmante Waage möchte Beziehungen stiften, nicht nur im Hinblick auf Liebe und Partnerschaft, sondern auch Freundschaften und nicht zuletzt auch wertvolle taktische und berufliche Beziehungen. Tatsächlich ist ja die Waage-Saison oft eine Zeit, in der viele Veranstaltungen stattfinden und man gerne auch beruflich netzwerkt. Währenddessen nimmt Liebesgöttin Venus nochmal Verbindung zu Heiler Chiron auf, und zwar vom 18. bis zum 26. September. Das ist für dieses Jahr der letzte einer Serie von besonderen Heilungsaspekten mit Venus und Chiron, die uns schon seit März begleiten. Ich habe da immer wieder von gesprochen. Das Thema ist Heilung durch Liebe und manchmal auch Liebe durch Heilung. Und im Zusammenhang mit der rückläufigen Venus heißt das auch Heilung, indem wir aus Fehlern der Vergangenheit lernen und toxische Beziehungsmuster überwinden. Das war im Sommer teilweise schmerzlich, aber erkenntnisreich. Wie ist es euch damit ergangen? Schreibt mir das doch auch gerne hier in die Kommentare. Im letzten Monatsdrittel passiert dann alles gleichzeitig. Venus steht in Harmonie zu Heiler Chiron und gleichzeitig ein letztes Mal in Anspannung zum unberechenbaren Uranus. Und das Besondere ist diesmal, dass Chiron dabei auch durch Mars herausgefordert wird. Und das setzt viel seelische und emotionale Energie frei. Beziehungsschmerzen, die wir bisher unterdrückt und unter den Teppich gekehrt haben, kommen nun sehr wahrscheinlich zum Vorschein und drängen nach Klärung und Heilung. Das Ganze findet seinen Höhepunkt zu Vollmond am 29. September im feurigen Widder. Rund um dieses Datum werden wahrscheinlich noch mal ganz wichtige Entscheidungen in der Liebe fallen. Der Vollmond aktiviert die kosmische Beziehungsachse, wo auch die Schicksalsanzeiger Mondknoten stehen. Das könnte ein Feuerwerk der Emotionen freisetzen, uns zugleich enorm kreativ machen und auch das Heilungsthema in den Vordergrund rücken. Es ist ein machtvoller Vollmond, um altes Beziehungskarma aufzulösen, denn Mars verbindet sich mit dem absteigenden Mondknoten, wo unser Karma konzentriert ist. Ich habe die Vision, wie Mars mit seinem Schwert den Knoten der emotionalen Verstrickungen zerschlägt, die uns an die Vergangenheit binden. Auf jeden Fall lohnt es sich, zu diesem Vollmond eine Beziehungsmeditation durchzuführen. Er findet am Freitag um 11.57 Uhr statt und das Wochenende drauf wäre eine Chance, uns Zeit für unsere Partnerschaften und Beziehungen zu nehmen. Mehr Ideen für eure Vollmondthemen und wie sich der Vollmond in eurem Horoskop auswirkt, erfahrt ihr in den Sternzeichenhoroskopen. Und die kommen jetzt. Ich empfehle euch, euer Sternzeichen anzuschauen. Da deute ich die Aspekte der Planeten auf die Sonne und auch das Aszendentenzeichen. Da erfahrt ihr, was in den astrologischen Häusern vor sich geht. Schaut einfach, mit welchen Infos ihr besonders in Resonanz seid. Wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten und ich wünsche euch gute Erkenntnisse.
Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Der neue Monat bringt euch viel Energie auf allen Ebenen. In der Liebe kann es heiß hergehen. Vielleicht gibt's auch die eine oder andere Reiberei. Bleibt konstruktiv, denn zum Monatsende habt ihr den für euch wichtigsten Beziehungsvollmond des Jahres. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Gesundheitstipp für euch. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Monat startet mit produktiven Aspekten, die auch finanziell günstig sind. Aber denkt dran, Merkur ist noch bis zum 15. September rückläufig, deshalb seid zurückhaltend mit Abschlüssen. Falls man euch finanzielle Zusagen macht, zum Beispiel in Richtung Gehaltserhöhung, lasst euch das unbedingt schriftlich geben. Trotz kleinerer Merkur-Hindernisse lohnt es sich, wenn ihr euch am Arbeitsplatz engagiert, denn damit könnt ihr positiv auffallen. Und ab Mitte des Monats werden sich auch die letzten Details klären. Wichtig ist, dass ihr die Geduld nicht verliert, denn euer Herrscher Mars steht noch den ganzen Monat über in Opposition zur Widdersonne und das zeigt Leute an, die euch reizen und provozieren. Behaltet die 90-Sekunden-Regel im Hinterkopf, wenn ihr merkt, dass ihr drauf und dran seid, aus lauter Zorn etwas zu sagen oder zu tun, was euch nachher nur selbst schaden würde. Infos dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Für die Liebe zeigt der Mars-Einfluss, dass ihr attraktiven Menschen begegnen könnt, die euch ein bisschen provozieren und necken und das könnte sogar ganz nach eurem Geschmack sein. Achtet mal drauf, jemand, der euch charmant Kontra gibt, ist wahrscheinlich sehr an euch interessiert. Für eure festen Beziehungen kann das ein bisschen schwieriger sein. Nehmt euch vor, kleinere Streitigkeiten nicht eskalieren zu lassen. Aber da ist ja noch die Venus und die steht harmonisch für euch und weckt eure Liebeslust. Und so kann manches Scharmützel mit dem Herzallerliebsten letztlich zu einer leidenschaftlichen Versöhnung im Bett führen. Ab dem 4. September ist Venus dann auch wieder direktläufig. Liebesangelegenheiten können sich entspannen und ihr wisst wieder, woran ihr seid. Aber auch in diesem Monat kann die Venus nochmal dafür sorgen, dass ihr finanziell zu sorglos seid oder übertriebene Forderungen stellt. Vielleicht sitzt euch das Portemonnaie locker oder ihr lasst euch auf wilde Spekulationen ein. Davon raten die Sterne in diesem Monat nun wirklich ab, selbst wenn ihr euch gut auskennt. Das Risiko ist kaum kalkulierbar. Auch ein vermeintliches Schnäppchen kann euch am Ende teuer zu stehen kommen. Maßhalten ist angesagt. Seid vernünftig und wartet, wenn möglich, lieber noch bis Oktober, bevor ihr größere Geldsummen bewegt. Zumindest aber bis zur Monatsmitte. Denn mit dem Neumond in der Jungfrau am 15. September wird auch der Merkur wieder direktläufig. Und das Ganze passiert bei euch im Bereich des Joballtags. Das ist also eine sehr interessante Konstellation, falls ihr euer Arbeitsumfeld oder auch eure Gesundheitsroutinen verbessern oder optimieren möchtet. Tatsächlich könnte ein Gesundheitsthema wichtig werden, weil Mars im letzten Monatsdrittel einen Konfliktaspekt zu Heiler Chiron bildet. Das kann eine physisch oder mental belastende Situation anzeigen, in der ihr nicht so könnt, wie ihr wollt und so richtig spürt, wie die unterdrückte Wut an euch nagt. Oder eine alte Verletzung kommt wieder hoch. Gleichzeitig bekommt ihr kosmische Unterstützung für faire und klärende Gespräche. Deshalb versucht, ruhig zu bleiben und nach Lösungen zu suchen. Am 23. September haben wir Tag- und Nachtgleiche und die Waagesaison beginnt. Die Sonne aktiviert dann für 4 Wochen euer Partnerhaus und eure Beziehungsthemen, wobei ihr weiterhin damit leben müsst, dass euch Mars ungeduldig und gereizt machen kann. Höhepunkt ist wahrscheinlich der Vollmond im Widder am 29. September. Rund um dieses Datum seid ihr selbst oder eure Herzensmenschen besonders empfindsam und Probleme könnten euch riesig erscheinen. Doch in diesem Vollmond steckt auch eine besondere Chance. Er ist machtvoll, um Beziehungskarma aufzulösen und eine Heilung herbeizuführen.
Auch eine Meditation oder ein Ritual zu einem anderen Liebesthema wird eine große Wirkung entfalten. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr sinnlichen Stiergeborenen und Stieraszendenten. Das könnte nochmal ein leidenschaftlicher und prickelnder Monat werden. Gleichzeitig kriegt ihr aber auch viel geschafft, sowohl beruflich als auch im Hinblick auf eure Herzensprojekte. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Gesundheitstipp für euch. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ihr bekommt den ganzen Monat über kosmische Unterstützung bei all euren wichtigen Vorhaben von Glücksplanet Jupiter. Behaltet dabei nur im Hinterkopf, dass Merkur noch bis zum 15. September rückläufig ist. Manches Projekt kann deswegen in der ersten Monatshälfte noch etwas holprig verlaufen, vielleicht weil Informationen noch fehlen oder weil ihr euch mit den Beteiligten missversteht. Aber mit Geduld und originellen Einfällen kommt ihr darüber hinweg. Deshalb lasst euch davon nicht verunsichern. Aufregend kann der Monat nochmal für die Liebe und eure Beziehungen verlaufen. Ab dem 4. September ist eure Herrscherin, die Venus, wieder direktläufig. Nun kann sich das Blatt nochmal wenden und Beziehungsangelegenheiten nehmen eine neue Richtung. Wenn euch jemand abhanden gekommen war, könnte die Person nun wieder auftauchen. Sogar jemand, der sich von euch getrennt hat, meldet sich vielleicht wieder und möchte euch zurückgewinnen. Es ist jetzt wichtig, dass ihr auf eure Gefühle und eure inneren Werte achtet. Was ist euch in einer Beziehung wirklich wichtig? Denn es kommt nicht nur auf die Faszination an, die das Liebesdrama vielleicht auslöst, sondern auch darauf, ob man wirklich etwas gemeinsam aufbauen kann. Wenn sich für euch während Venus Rückläufigkeit rein gar nichts in der Liebe getan hat, dann kommt nun vielleicht frischer Wind hinein und ihr lernt jemanden kennen. Oder eine Person, auf die ihr ein Auge geworfen habt, kommt nun endlich auf euch zu. Allerdings bildet die Venus auch kritische Aspekte. In der ersten Monatshälfte könnte es zu Konflikten kommen, weil ihr oder auch eure Beziehungspartner zu hohe Erwartungen aneinander stellt. Vielleicht kommt etwas nicht zustande, weil jeder der Meinung ist, der andere müsste jetzt mal langsam die Initiative ergreifen. Auch mit Familienmitgliedern oder Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen könnte es zu Unstimmigkeiten kommen, weil ihr den Eindruck habt, dass andere ihre Aufgaben nicht erledigen. Und dann solltet ihr mal nachprüfen, ob ihr vielleicht einfach auch zu viel erwartet. Es könnte sich lohnen, mal ein klärendes Gespräch zu führen und achtsam zu sein, wie andere die Situation sehen. Der Neumond in der Jungfrau am 15. September steht ganz wunderbar zur Stiersonne und kann für euch zu einem echten Neubeginn werden. Dann wird auch der Merkur wieder direktläufig. Deswegen nutzt den Neumond, um kosmische Energie in ein wichtiges neues Vorhaben zu lenken. Die Konstellation begünstigt Herzensangelegenheiten und Kreativprojekte. Aber auch wenn ihr euch mehr Lust und Sinnlichkeit in eurer bestehenden Beziehung wünscht, kann euch dieser Neumond dazu verhelfen. In der zweiten Monatshälfte muss die Venus sich dann noch ein drittes und ein letztes Mal in diesem Sommer mit Uranus-Störimpulsen auseinandersetzen. Für euch bedeutet das nochmal Unruhe in eurem Familienleben und euren Beziehungen. Da, wo es vielleicht schon einen Knacks gab, könnte es jetzt zum Bruch kommen. Vielleicht fühlt sich das aber auch wie eine Befreiung an. Wenn Liebe und Zusammenhalt jedoch groß sind, dann bewältigt ihr diese letzte kritische Venusphase jetzt auch noch gemeinsam. Nehmt euch vor, euch nicht über Kleinigkeiten zu streiten. Am 23. September ist Herbst Tag- und Nachtgleiche und die Waagesaison beginnt. In den kommenden 4 Wochen habt ihr wahrscheinlich beruflich viel zu tun und der Arbeitstisch biegt sich unter den Aufgaben. Für einige von euch sind die letzten 10 Tage des Monats gesundheitlich herausfordernd. Ansteckungsgefahren solltet ihr dann weiträumig aus dem Weg gehen. Passt gut auf euch auf. Kleinere und ganz oberflächliche Verletzungen können sich jetzt schneller entzünden als sonst, wenn ihr euch nicht gleich drum kümmert.
Der Vollmond im Widder am 29. September beleuchtet diese Themen. Ihr könntet gut eine Heilmeditation durchführen, denn ihr habt einen guten Draht zu Heiler Chiron. Vielleicht empfangt ihr zum Beispiel eine Idee im Traum, wie ihr ein Gesundheitsproblem oder einen Konflikt am Arbeitsplatz lösen könnt. Haltet auf jeden Fall ein Traumtagebuch bereit und denkt dran, in der Ruhe liegt die Kraft. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fröhlichen Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Vielleicht fühlt ihr euch in den ersten Septembertagen ein bisschen, als hätte jemand Sand ins Getriebe gestreut und euer natürlicher Flow scheint zu stocken. Aber je weiter der Monat voranschreitet, desto mehr findet ihr wieder in eure gewohnte Leichtigkeit. Falls ihr gesundheitlich im Moment nicht so ganz auf der Höhe seid, dann könnte euch meine aktuelle Werbeaktion interessieren. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Euer Herrscher, Kommunikationsplanet Merkur, ist rückläufig und das spürt ihr wie kaum ein anderes Zeichen. Alles ist irgendwie ein bisschen anders als sonst. Auch Venus ist noch in den letzten Zügen rückläufig. Für euch sind die Tage bis zum 6. September deswegen angespannt, wenn es um eure privaten Angelegenheiten geht, gerade mit eurer Familie oder eurem Zuhause. Wisst ihr noch, was in der ersten Augustwoche bei euch los war? Da hatten wir diese Spannung schon mal. Die Themen können sich jetzt nochmal zeigen. Eine falsch berechnete Nebenkostenabrechnung oder Probleme mit der Ferienwohnung wären jetzt mögliche Szenarien. Versucht, nicht zu hektisch zu sein und zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Ihr könnt es wahrscheinlich einfach nicht allen recht machen, egal wie sehr ihr es versucht. In eurer Familie oder eurer Wohngemeinschaft könnte es heiß hergehen, weil es Stress in euren Absprachen gibt. Die letzten beiden Bundesländer starten wieder in den Schulalltag und das kann nach 6 Wochen Pause und dem gemütlichen Wochen mit Faulenzen und lange Ausschlafen Hektik ausbrechen lassen. Am 4. September wird Liebesgöttin Venus wieder direktläufig und das bringt eure Kommunikation und eure Gedanken wieder ein Stück weit in die richtige Richtung und macht eure Worte wieder gewohnt, flink und zündend. Zum Neumond im sensiblen Zeichen Jungfrau am 15. September wechselt dann auch euer Herrscher Merkur wieder die Richtung und seine und Venus Rückläufigkeiten sind endgültig überstanden. In einer Meditation zum Neumond könnt ihr euch mit eurer Familie oder eurem inneren Kind verbinden. Es geht um eure Wurzeln und darum, was euch Heimat bedeutet. Falls ihr mit eurem Zeitmanagement zwischen öffentlichem und privatem Leben nicht im Gleichgewicht seid, wäre es auch eine schöne Möglichkeit, hier das Universum um Rat und Hilfe zu bitten. Oftmals müssen wir nur in die Stille gehen und uns mit unserem inneren Kern verbinden, um die Antwort zu erhalten, die wir im Außen so dringend suchen. In der zweiten Monatshälfte kann es gut sein, dass euch der Sinn nicht wirklich nach ernster Arbeit steht. Vor allem zwischen dem 12. und dem 25. September seid ihr sehr fantasievoll und hängt mit dem Kopf ein bisschen in den Wolken. Das ist eine tolle Phase für alle Kreativen unter euch, die vielleicht im Marketing oder in einem künstlerischen Beruf tätig sind. Nur zu viel Druck solltet ihr euch nicht machen lassen. Wenn ihr die Tage frei und intuitiv verbringen könnt und euch nicht nach festen Terminen oder äußerem Druck richten müsst, dann habt ihr richtig Glück. Ansonsten wäre es wahrscheinlich besser, ihr stellt euch einen zweiten Wecker oder richtet einen richtig lauten Alarm in eurem Kalender ein, denn ihr könntet jetzt auch leicht Termine vergessen und somit Kunden oder Kollegen verärgern. Am 23. September zur Tag- und Nachtgleiche wandert die Sonne in das diplomatische Zeichen Waage. Euch bringt die Waagesaison eine gesellige Zeit mit euren Kindern und jüngeren Menschen. Eventuelle Streitigkeiten der letzten Wochen sind dann schnell wieder vergessen. Euer Energielevel geht nach oben und ihr habt Lust, euch zu bewegen, Zeit an der frischen Luft zu verbringen und euch sportlich auszupowern.
Zum Monatsende haben wir dann noch den Vollmond am 29. September im feurigen Zeichen Widder. Er beleuchtet eure Freundschaften und eure gesellschaftlichen Aktivitäten und läutet ein Wochenende ein. Vielleicht könnt ihr mit eurer Clique oder eurem Verein was Tolles unternehmen. Falls es in einer Freundschaft etwas zu heilen gibt oder eine Aussprache ansteht, nur Mut. Der Vollmond schenkt euch die Energie, hier eine Klärung herbeizuführen. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr liebevollen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ein bisschen verpeilt und vielleicht auch vergesslich startet ihr in den neuen Monat. Aber man kann euch nicht böse sein, denn ihr habt eine tolle Ausstrahlung und der Kosmos schenkt euch einen richtigen Booster für euer Selbstwertgefühl. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich hier noch einen wertvollen Tipp für euch. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Denker Merkur und Liebesgöttin Venus sind zu Beginn des neuen Monats noch rückläufig. Und das zeigt sich für euch vor allem beim Lernen und im Bereich der Information und Kommunikation. Diese Phase dauert noch bis Mitte des Monats und ihr solltet Meetings mit Kunden, Präsentationen und wichtige berufliche oder finanzielle Entscheidungen so weit wie möglich in die 2. Monatshälfte legen. Energetisch wird es zwar Stück für Stück besser, am 4. September wird Venus bereits wieder direktläufig, aber die Dynamik ist einfach noch nicht wieder eingependelt. Überprüft auch Nachrichten, die ihr in der Zeit erhaltet. Es kann gut sein, dass nicht alles stimmt oder dass es auf halber Strecke Verwirrungen gibt. Venus wird auch ein letztes Mal auf Spannung zu Revolutionsagent Uranus gehen und für ordentlich Wirbel in eurem Freundeskreis oder sozialen Netzwerken sorgen. Es kann gut sein, dass sich hier Themen aus den letzten Wochen und Monaten nochmal zeigen. Vielleicht habt ihr im Verein ein Streitthema, wo ihr einfach nicht auf einen Nenner gekommen seid. Der Kompromiss hat vielleicht nicht funktioniert und jetzt beginnt das Diskutieren von vorne. Ihr seid zwar große Verfechter von Harmonie und liebevollem Umgang miteinander, aber es ist gut möglich, dass ihr jetzt mal eine Zeit für euch gekommen seht, um euch durchzusetzen und mit euren Scheren auf den Tisch zu hauen. Der Kosmos unterstützt euch dabei. Der Neumond im sensiblen Zeichen Jungfrau am 15. September am frühen Morgen lädt euch dazu ein, achtsam und liebevoll mit euch selbst zu sprechen. Ganz oft hört man, wie schlecht Menschen über sich selbst reden oder ihre vermeintlichen Fehler in den Mittelpunkt rücken. Wir können fast alle mehr Selbstliebe gebrauchen. Wenn ihr da eine Resonanz spürt, widmet euch in einer Neumond-Meditation diesem Thema. Mit dem Neumond wird auch Merkur wieder direktläufig und es kann gut sein, dass ihr jetzt mehr Elan verspürt, eure grauen Zellen zu trainieren und zu fordern. Schwer zu glauben, aber eine Woche nach dem Neumond haben wir bereits Mabon, das große Erntedankfest bzw. die Tag- und Nachtgleiche. Am 23. September wechselt die Sonne in das charmante Zeichen Waage und die Nächte werden danach wieder länger als die Tage. Für euch beginnt mit der dunklen Jahreszeit eine heimelige Phase, in der ihr vielleicht schon Lust bekommt, die Herbstdeko aus dem Schrank zu holen. Es sieht nach vielen Aktivitäten in eurem Heim aus und ihr wollt es euch schön machen. Und falls ihr Ehemänner, Söhne oder sonstige männliche Mitbewohner habt, kann es auch mal Stress geben, weil die Herren einen Sonderwunsch haben und vielleicht noch einen und ihr euch gleichzeitig auch noch mit den mühsamen Themen des Alltags alleingelassen fühlt. Ihr seid dann vielleicht genervt, aber um des lieben Friedens willen zurückstecken, das kommt gerade absolut nicht in Frage. Ihr geht auf die Barrikaden und das ist auch wichtig, denn wenn die Sonne auf den Vollmond im kämpferischen Zeichen Widder am 29. September zuläuft, dann kommt wahrscheinlich auch noch eine zusätzliche Aufgabe von eurer Chefin oder eurem Chef auf euch zu. Ihr habt in den letzten Septembertagen wahrscheinlich weder Muße noch Energie,
um euch mit den Herren auseinanderzusetzen, wenn sich der Schreibtisch unter wichtigen Aufgaben und Projekten biegt. Der Schlüssel hier ist, wie bei fast allem im Leben, darüber zu reden und euren Standpunkt klarzumachen. Klärt Rollen und Verantwortlichkeiten und freut euch auf das Wochenende. Da könnt ihr euch gemeinsam mit euren Lieblingsmenschen bei einer tollen herbstlichen Radtour oder einer anderen aktiven Unternehmung super auspowern. Und dann ist der Haussegen auch ganz schnell wieder hergerichtet. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr grandiosen Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Der September bringt euch einen weiteren Monat voller Liebespower. Venus und Lilith reisen weiter durch euer Zeichen. Wunderbar für die Liebe und für spannende Flirts. Es kann sogar noch mal ziemlich aufregend werden. Wenn es um eure Gesundheit und Selbstfürsorge geht, habe ich außerdem noch einen tollen Tipp für euch. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Anfang September könnte sich alles ein bisschen langsamer entwickeln, als ihr es gewohnt seid und mögt. Denn 6 Planeten sind gerade rückläufig, allen voran Denkerplanet Merkur und in den ersten Tagen auch noch Liebesgöttin Venus bei euch im Löwezeichen. Die wird dann am 4. September wieder direktläufig und ihr könnt euch dann wieder leichter auf das Hier und Jetzt konzentrieren und seid nicht mehr so sehr in der Vergangenheit beschäftigt. Die Göttin der Liebe und des Besitzes bildet im September nochmal intensive Spannungen erst zu Optimist Jupiter und dann zu Unruhestifter Uranus und kann nochmal für ordentlich Wirbel in euren Beziehungen, aber auch eurer Karriere sorgen. Ein mögliches Szenario wäre hier, dass ihr ein tolles Angebot bekommt, das euch in eurer Karriere oder Berufung weiterbringt. In der 2. Monatshälfte könnte sich dann aber herausstellen, dass wichtige Aspekte des Themas weggelassen wurden und die vermeintlich perfekte Chance sieht auf einmal gar nicht mehr so super aus. Weil unser innerer Kämpfer Mars aber gerade günstig für euch steht, wird es euch nicht schwer fallen, für eure Sache einzutreten und den besten Weg zu finden. Dabei hilft euch auch die wilde Göttin Lilith, die ebenfalls noch im Löwen steht und euch kämpferisch und mutig macht. Am 15. September haben wir dann den Neumond in eurem Nachbarzeichen Jungfrau und der beleuchtet den Geld- und Wertebereich eures Horoskops. Weil Fantasieplanet Neptun dem Neumond gegenübersteht, seid ihr vielleicht sehr verträumt und romantisch verklärt in den Tagen, besonders zwischen dem 12. und dem 25. September. Es ist ein super Zeitpunkt, um kuschelige Stunden mit eurem Schatz zu verbringen oder auf ein tolles Date zu gehen. Aber keine gute Phase für Entscheidungen, klärende Gespräche oder finanzielle Abschlüsse. Hier ist der Tipp der Sterne, alle solchen Themen im letzten Monatsdrittel in Angriff zu nehmen. Falls ihr eine Meditation zum Neumond durchführen wollt, wäre euer Selbstwert ein gutes Thema dafür. Ihr werdet zwar von der Welt als Könige und Königinnen des Tierkreis wahrgenommen, aber entspricht das auch eurer inneren Stimme? Geht in die Stille und lauscht nach innen, welche Antworten sich zeigen. Mit dem Neumond wechselt auch Kommunikationsplanet Merkur die Richtung und ist dann wieder direktläufig. Seine kluge Energie ist direkt in den Tagen um den Wechsel besonders stark. Deswegen ist es eine gute Sache, alles gründlich zu durchdenken und dann neue Projekte in Angriff zu nehmen. Das gilt sowohl für euren Job als auch für euer Privatleben. Am 23. September steht dann der Wechsel der Sonne ins charmante Waagezeichen an. Außerdem ist das auch einer der 4 großen Wendepunkte im Jahr, die Herbsttag- und Nachtgleiche. Für euch beginnt damit eine super kommunikative und interessierte Phase. Ihr freut euch darüber, neue Dinge zu lernen und euch mit spannenden Menschen auszutauschen. Zum Ende des Monats haben wir dann noch den Vollmond am 29. September im durchsetzungsstarken Zeichen Widder. Und der Vollmond aktiviert nicht nur Heiler Chiron, sondern auch die Schicksalsanzeiger Mondknoten.
Falls ihr eine Vollmondmeditation plant, kann es um die großen Fragen im Leben gehen. Die Widderenergie verstärkt euer inneres Feuer und weckt eure Abenteuerlust. Ihr könnt Menschen magisch in euren Bann ziehen, wenn ihr mit eurer Leidenschaft das Universum selbst hinterfragt. Es ist auch ein toller Vollmond, um Pläne für die Zukunft zu machen, zum Beispiel wohin eure nächste große Reise gehen soll oder welche Themen für eine Fortbildung euch interessieren würden. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im September Geburtstag habt. Der Fokus der Sterne ist immer noch auf euren Beziehungen und euer persönlicher Superneumond in der Jungfrau weckt eure romantischen Sehnsüchte und Träume. Gesundheit und Wohlbefinden sind ja auch immer wichtige Themen für euch. Da könnte euch meine aktuelle Aktion besonders interessieren. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats spürt ihr wahrscheinlich noch die Nachwirkungen vom Vollmond am 31. August, der hat ja in eurem Partnerhaus Fische stattgefunden und der Fokus der Sterne liegt gerade auf euren Beziehungen. Falls es ein bisschen schleppend oder mühsam mit euren Herzensmenschen laufen sollte, könnte das daran liegen, dass Liebesgöttin Venus und Denker Merkur, der ja euer Herrscher ist, beide noch rückläufig sind. Merkur ist auch gerade in eurem Zeichen, was die Wirkung für euch verstärkt. Versucht, euch nicht zu sehr frustrieren zu lassen, wenn ihr euch gerade in eurer Haut nicht so wohlfühlen solltet. Das Ende ist nämlich schon in Sicht. Venus wird am 4. September wieder direktläufig und das gibt einen kosmischen Schub in allen Liebesbereichen, aber auch was Geld und Finanzen angeht. Und zum Neumond am 15. September in eurem Zeichen wechselt auch Merkur wieder seine Richtung und ihr könnt wieder wie gewohnt mit eurer scharfsinnigen Art brillieren. Der Neumond ist übrigens der beste Tag im ganzen Jahr, um euch in einer ausgiebigen Neumondmeditation oder einem schönen Ritual mit der Energie eures Herzens zu verbinden. Hier könnt ihr wunderbar den Grundstein für euer neues Lebensjahr legen und eure persönlichen Wünsche ans Universum absenden. Geht in diesen Tagen aufmerksam durch eure Welt und spürt achtsam in eure Sehnsüchte. Wonach euer Herz sich sehnt, ist immer ein super Wegweiser für den richtigen Weg. Ihr habt zurzeit auch eine phänomenale Intuition und solltet die Verbindung zwischen eurem Herzen und eurem Bewusstsein pflegen. Wenn beides miteinander im Einklang ist, werdet ihr die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist auch gut so, denn wir haben zwischen dem 12. und dem 25. September eine romantische und verträumte, aber auch ein bisschen verpeilte Phase. Für eure Beziehungen geht es dann um die wichtigen Menschen in eurem Leben, wie eure Partner, engen Freunde oder gute Kollegen. Es kann sein, dass sich eure Herzensmenschen oder auch ihr selbst unerwartet in verträumter Stimmung befinden und ihr vielleicht ganz überrascht seid, wie zärtlich und fantasievoll eure Beziehungen auf einmal sind. Gleichzeitig ist es aber auch eine Zeit der Illusionen, der Luftschlösser. Und dann gibt es vielleicht Ende des Monats eine Enttäuschung, wenn die schöne Seifenblase angepiekst wird. Mein Tipp wäre, lasst die Dinge auf euch zukommen und wenn ihr euch einer Sache nicht sicher seid, nehmt euch Zeit, das Gesagte oder Gefühlte in Ruhe zu verdauen und gegebenenfalls auch zu überprüfen. Am 23. September morgens um 8.49 Uhr verlässt die Sonne dieses Jahr euer Zeichen und wandert in die diplomatische Waage. Dann ist die Zeit gekommen, um Mabon, die Tag- und Nachtgleiche, zu feiern und sich bei der Erde für ihre Schätze zu bedanken. Für euch geht es dann in den nächsten Wochen verstärkt um die Themen von Wert und Wertschätzung und das erreicht seinen Höhepunkt zu Vollmond am 29. September im leidenschaftlichen Zeichen Widder.
Hier wird dann auch unser innerer Heiler Chiron aktiviert, ebenso die Schicksalsanzeiger Mondknoten. Und das alles bei euch im achten Haus der Transformation und der Geheimnisse. Dieser Vollmond hat das Potenzial, ein Trauma aufzulösen und eine Heilung herbeizuführen. Und zwar in euren festen Beziehungen und überall, wo ihr eine gemeinsame Verantwortung habt. Vielleicht steigt nun auch eine neue Wahrheit in euer Bewusstsein auf. Für euch könnte es darum gehen, jetzt verbindlicher zu werden und euch festzulegen, wenn euch das in den letzten Wochen schwer gefallen sein sollte. Weil Liebesgöttin Venus ein letztes Mal in den intensiven Spannungsaspekt zu Unruhestifter Uranus läuft, können sich auch Liebesthemen aus den letzten Wochen und Monaten nochmal zeigen. Ich bin gespannt, was ihr so erlebt und freue mich immer sehr über eure Berichte in den Kommentaren. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Waagegeborenen und Waage-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im September Geburtstag habt. Es wird ein aktiver Monat mit Energieplanet Mars in eurem Zeichen. Und Venus wird wieder direktläufig. Bald wisst ihr, woran ihr seid und welche Sache sich für euch lohnt. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher hätte ich noch einen Gesundheitstipp für euch. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Energieplanet Mars begleitet euch den ganzen Monat über in eurem Zeichen und weckt eure Vitalkräfte und auch den Wunsch, neue Initiativen zu starten. Dabei könnte euch der rückläufige Merkur bis Mitte September noch im Wege sein. Vielleicht fehlen noch Informationen oder es ist nicht ganz klar, ob alle Beteiligten das Gleiche wollen. Aber am 4. September wird eure Herrscherin Venus wieder direktläufig und dann spürt ihr wahrscheinlich schon, wie sich viele Dinge wieder nach vorn bewegen. Berufliche oder soziale Projekte, die ins Stocken geraten waren, kommen nun allmählich wieder in Gang. Ihr wisst jetzt, wofür es sich lohnt, sich anzustrengen und bei welchen Vorhaben ihr nur eure Zeit verschwendet. Einige von euch genießen das Gefühl, sich gemeinsam mit wichtigen Leuten für eine gute Sache zu engagieren. Auch in der Liebe bzw. euren Freundschaften spürt ihr, dass ihr miteinander Fortschritte machen könnt. Dabei könnte auch Schmerzliches zur Sprache kommen und ihr habt jetzt den Mut, euch dem zu stellen. Einiges an Beziehungsarbeit scheint noch nötig zu sein, aber ihr seid bereit, euch einzusetzen und habt Vertrauen in eine gemeinsame Zukunft. Einige von euch haben vielleicht auch in den letzten Wochen erkannt, dass sie von einem bestimmten Menschen lieber loslassen sollten. Vielleicht findet ihr noch nicht die richtigen Worte oder wollt eure Entscheidung noch eine Weile für euch behalten. Und bis Mitte des Monats ist das auch ganz vernünftig mit dem rückläufigen Merkur. Vielleicht bekommt ihr noch eine wichtige Information oder die andere Person kommt ganz von selbst auf die gleiche Idee und ihr könnt beide ohne anstrengende Diskussionen auseinandergehen. Ansonsten ist die zweite Monatshälfte gut geeignet, um gegebenenfalls Dinge zu klären oder zu beenden. Zu Neumond am 15. September wird auch der Merkur wieder direktläufig und die Konstellation schenkt euch einen ganz besonderen Draht zur geistigen Welt. Einige von euch haben vermutlich auch mit Gesundheitsthemen zu tun, besonders wenn ihr im September Geburtstag habt, aber auch die Geborenen der dritten Dekade. Ihr spürt, wie sehr Körper, Seele und Geist sich gegenseitig beeinflussen. Ihr könnt zum Beispiel in der Neumond-Meditation um Eingebungen bitten, um welchen Bereich ihr euch jetzt besonders kümmern müsst, um euch ganzheitlich etwas Gutes zu tun. Beruflich läuft es gut für alle, die selbstständig bzw. in einem beruflichen Netzwerk arbeiten. Eure lang gepflegten Kontakte erweisen sich als wertvoll und über euer Netzwerk können neue Aufträge hereinkommen. Wenn ihr Mitarbeiter habt oder mit Kollegen im Büro arbeitet, müsst ihr allerdings darauf achten, dass die ihre Zusagen auch einhalten, damit ihr nicht plötzlich mit einem vollen Auftragsbuch allein dasteht.
Zwar stärkt euch der Mars im eigenen Zeichen, aber die letzten 10 Tage im September können sehr kräftezehrend sein. Vielleicht auch deshalb, weil ein Beziehungspartner oder ein Familienmitglied erkrankt ist oder anderweitig Probleme hat und dann müsst ihr euch drum kümmern, was sehr anstrengend sein kann. Gebt gut auf euch Acht. Ihr könnt nur helfen, wenn ihr nicht Raubbau an eurer eigenen Gesundheit betreibt. Der Kosmos schenkt euch aber Unterstützung, zum Beispiel durch gute Freunde, wenn ihr nur darum bittet. Und hilfreich ist auch, dass die Sonne am 23. September um 8.49 Uhr morgens in euer Zeichen Waage geht und euch einen Vitalitätsschub schenkt. Obwohl nun langsam die Tage wieder kürzer werden, bekommt ihr Auftrieb. Der Vollmond am 29. September im Widder aktiviert eure Beziehungs- und Freundschaftsthemen. Das Motto ist, ihr seid nicht allein. Wenn ihr Geburtstag feiern möchtet, macht doch eine Mitbringfete. Eure Gäste werden sich freuen, euch zu verwöhnen. Die Sterne stehen auch gut für aktive Partys mit Tanzen oder Gesellschaftsspielen. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr tiefgründigen Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Euch erwarten im September wundervolle Stunden mit Freunden und Gleichgesinnten. Und die Göttinnen Venus und Lilith aktivieren einen weiteren Monat eure Karriere und Berufung. Doch bevor wir uns das näher anschauen, wusstet ihr, dass man auch Fragen rund um das Thema Gesundheit astrologisch beleuchten kann? Dazu habe ich hier noch einen Tipp. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats stehen eure Freundschaften und sozialen Gruppen im Vordergrund. Es kann hier aber auch zu Verwirrung und Missverständnissen kommen, weil Merkur und Venus beide noch rückläufig sind. Vielleicht steht ihr zum Beispiel vor der verschlossenen Turnhalle, weil eure Vereinsleitung vergessen hat, das Training abzusagen. Oder ihr habt Stress in der Clique, weil jemand eure Worte anders interpretiert, als sie gemeint waren. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Ihr braucht nämlich euer soziales Umfeld eigentlich total dringend als Ausgleich zu der hitzigen Stimmung im Büro. Versucht nicht noch eine Baustelle in eurer Freizeit aufzumachen. Liebesgöttin Venus ist ab dem 4. September wieder direktläufig und amüsiert sich deswegen noch den ganzen Monat über in eurem Karrierehaus. Hier mischt auch die wilde Lilith mit und es kann hoch hergehen in euren Büros und Konferenzräumen. Entweder macht ihr gerade einen richtigen Sprung auf der Karriereleiter, folgt eurer Berufung und habt deshalb super viel zu tun. Oder ihr habt vielleicht eine Liebelei mit einem Kollegen oder einer Kollegin angefangen und habt Schwierigkeiten, eure Hormone und eure Meetings gleichzeitig im Griff zu behalten. Das extremste Szenario wäre, wenn beides gleichzeitig passiert und ihr überhaupt nicht mehr wisst, wo euch der Kopf steht. Aber wenn ein Zeichen im Tierkreis die nötige innere Kraft und Tiefgründigkeit hat, um mehrere super heiße Bälle zu jonglieren, ohne sich die Finger zu verbrennen, dann seid das ja wohl ihr. Und wenn ihr ehrlich seid, bringt so ein bisschen Nervenkitzel euer Blut auch auf sinnliche Art in Wallung. Ihr liebt ja die Intensität. Am 15. September haben wir dann den Neumond in der Jungfrau in eurem Freundschaftsbereich und Denkerplanet Merkur läuft wieder direkt. Das ist ein super Zeitpunkt, um einen schönen Abend mit euren Freunden zu verbringen oder euch sozialen Projekten zu widmen. In einer Neumond-Meditation könntet ihr euch mit eurem sozialen Netzwerk verbinden. Stellt es euch vor, wie die Wurzeln der Bäume, die sich unterirdisch zu einem Kollektiv verweben, wie man heute weiß. Genauso vereint sich eure individuelle Energie mit dem System aus Menschen in eurem Leben. Eine tolle Phase für alle diejenigen von euch, die sich gern kreativ austoben, haben wir zwischen dem 12. und 25. September.
Die Sterne begünstigen eure Fantasie und wenn ihr vielleicht in einem Verein tätig seid und ein spätes Sommerfest ausrichtet, dann werdet ihr jetzt den größten Spaß damit haben, mit Kindern und jüngeren Menschen Dekorationen zu basteln oder euch mit Graffiti-Spraydosen auszutoben. Vielleicht fühlt ihr euch ungewohnt fröhlich und leicht und es gelingt euch, den Spaß am Leben zu genießen. Eine Woche später wechselt dann die Sonne am 23. September in euer Nachbarzeichen Waage und das markiert einen der vier Wendepunkte im Jahreszyklus, die Tag- und Nachtgleiche oder auch Mabon genannt. Ab jetzt werden die Nächte wieder länger als die Tage und die Dunkelheit verdrängt das Licht. Während viele darüber traurig sind, kann ich mir bei euch gut vorstellen, dass euch mystische Wesen das gar nicht so sehr stört. Welche Jahreshälfte ist euch lieber? Schreibt mir das doch mal in die Kommis. Zum Monatsende haben wir dann noch einen super intensiven Vollmond im feurigen Zeichen Widder am 29. Und das kann euren Alltag und auch eure Gesundheit ganz schön durcheinanderwirbeln. Der Vollmond aktiviert nämlich Heiler Chiron und die Schicksalsanzeiger Mondknoten. Und weil dieser Vollmond sehr intensive Energien beinhaltet, könnten alte Wunden sich erneut zeigen. Die Heilungsenergie ist ja schon seit Wochen sehr stark. Es kann hier zu einem echten Durchbruch kommen, wenn ihr euch und eurer inneren Stimme genug vertraut, um ihr mutig zu folgen. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr charmanten Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Liebesgöttin Venus verstärkt eure Ausstrahlung noch einen weiteren Monat. Doch eure Schreibtische biegen sich vielleicht auch gerade unter wichtigen Projekten und in der ersten Monatshälfte habt ihr mehr Mühe als sonst, alles unter einen Hut zu bekommen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch, falls ihr ein Gesundheitsthema habt. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die Venus ist in den letzten Zügen rückläufig, aber nur noch bis zum 4. September. Danach ist die Liebesgöttin wieder in direkter Richtung unterwegs und schenkt euch für einen weiteren Monat eine wundervolle Ausstrahlung und ganz viel Charme. Wenn ihr noch im Urlaub seid oder im Ausland unterwegs, könnt ihr die Zeit perfekt nutzen und mit großer Begeisterung neue Kulturen und fremde Sitten erleben. Alle, die schon an ihre Schreibtische zurückgekehrt sind, könnten allerdings in der ersten Monatshälfte den Einfluss von Kommunikationsplaneten Merkur so richtig spüren, der noch rückläufig ist. Kunden zögern plötzlich und wollen nochmal verhandeln oder die Kollegen verstehen euch falsch und das stresst euch. Auch Termine bei öffentlichen Stellen wie Behörden und Ämtern könnten an euren Nerven zerren. Prüft eure Dokumente lieber einmal mehr und falls es für euch möglich ist, verschiebt wichtige Termine in die 2. Monatshälfte. Denn mit dem Neumond am 15. September im sanften Zeichen Jungfrau wird auch der Merkur wieder direktläufig. Bei euch legt sich dann im Job ein Schalter um und ihr habt eine tolle Zeit, um produktiv zu sein und könnt Präsentationen mit viel Scharfsinn und Detailtreue abhalten. Auf genaue Analysen und Termine, die viel Vorbereitung benötigen, habt ihr jetzt deutlich mehr Lust als sonst und es geht euch auch leichter von der Hand. Falls ihr zu Neumond meditieren wollt, wäre ein super Thema, euch mit eurer Berufung in diesem Leben, also dem Ruf eurer Seele, zu beschäftigen. Seid ihr auf dem richtigen Weg? Arbeitet ihr nur, um Geld zu verdienen oder empfindet ihr Freude und Erfüllung, wenn ihr morgens das Haus verlasst? Wenn ihr hier Änderungen vornehmen wollt, werdet ihr es sicher rund um diesen intuitiven Neumond spüren. Schreibt mir das doch gerne in die Kommis. Ich freue mich immer sehr über eure Geschichten. Was euer Liebesleben angeht, ist es nach wie vor eine tolle Zeit für euch, um erotisches Neuland mit eurem Schatz zu entdecken. Ihr seid sehr experimentierfreudig und sprüht vor sinnlicher Energie. Alle Singles, die auf der Suche sind, können auch im September tolle Menschen auf Reisen und bei kulturellen Veranstaltungen kennenlernen. Lasst euch nur nicht zu spontanen Impulsen hinreißen.
zum Beispiel euren Rückflug nicht anzutreten, weil ihr nach 10 Tagen Sardinien rettungslos in den Tauchlehrer verliebt seid. Im Zweifelsfalle wendet die 90-Tage-Regel an. Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Am 23. September ist die Zeit gekommen, um Mabon, das große Jahresfest der Ernte, und die Herbsttag- und Nachtgleiche zu feiern. Die Sonne wechselt dann in das anmutige Zeichen Waage. Für euch beginnt damit eine fröhliche Phase. Ihr habt mehr Lust, Zeit mit euren Freunden und sozialen Netzwerken und auch euren Vereinskollegen zu verbringen. Je aktiver, desto besser. Der Vollmond zum Monatsende am 29. September im kämpferischen Zeichen Widder könnte euch zu körperlichen Höchstleistungen anspornen. Vielleicht gibt es ja rund um das Monatsende eine Veranstaltung oder ein tolles Event, wo ihr gemeinsam mit eurem Sportverein oder euren Kindern Zeit in der Natur oder bei kreativen Aktivitäten verbringen könnt. Werdet nur nicht zu leichtsinnig. Der verwundete Heiler Chiron und Mars werden nämlich auch durch das Licht des Vollmonds aktiviert. Ihr solltet mit Spaß ins Schwitzen kommen. Leichtfertige Risiken sollten es jedoch nicht sein. Das könntet ihr dann bereuen. Falls ihr es eher etwas ruhiger angehen lassen wollt, dann verbringt den Tag doch mit künstlerischen Aktivitäten. Am besten mit jungen Menschen, Kindern oder Enkeln. Je mehr Freude ihr habt, desto schöner werdet ihr den Vollmond erleben. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Mit Glücksplanet Jupiter und Kraftspenderin Sonne im Rücken solltet ihr eine gute Schaffenskraft verspüren. Auch zum Flirten ist der Monat aussichtsreich. Eure festen Beziehungen verlangen weiterhin viel Aufmerksamkeit. Falls euch Gesundheitsfragen beschäftigen, habe ich hier noch einen Tipp für euch. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die Konstellationen im September sind über weite Strecken äußerst produktiv für euch. Energieplanet Mars in der Waage aktiviert euer kosmisches Karrierehaus und das kann mit einem erhöhten Stresslevel und Anforderungen einhergehen. Doch gleichzeitig habt ihr starken Rückenwind durch Glücksplanet Jupiter, Erfinderplanet Uranus und Vitalitätsspenderin Sonne in der Jungfrau. Damit solltet ihr gut vorankommen. Auch der Merkur steht gut für euch, ist aber bis Mitte des Monats noch rückläufig. Es können hier und da noch Stolpersteine auf eurem Weg liegen. Das heißt aber nicht, dass euer jeweiliges Projekt insgesamt zum Scheitern verurteilt wäre. Es heißt nur, dass ihr ein bisschen Geduld aufbringen und alle damit verbundenen Einzelheiten besonders genau prüfen müsst. In der Liebe haben die Singles günstige Konstellationen, um spielerische und witzige Flirts anzufangen. Glücklich sind alle diejenigen von euch, die ein geselliges Hobby haben. Dabei könnt ihr tolle Leute treffen. Ein Spaziergang mit eurem Hund kann ebenfalls die Basis für interessante Flirts sein. Eure festen Beziehungen haben weiterhin eine starke Dynamik. In diesem Bereich wird die Venus am 4. September wieder direktläufig. Beziehungsprobleme, die sich im Sommer immer wieder gezeigt haben und die ihr mutig in Angriff genommen habt, könnt ihr nun lösen. Falls ihr vorübergehend auf Distanz gehen musstet, zum Beispiel aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen, kommt ihr nun wieder zusammen. Im besten Fall erreicht ihr in eurer Beziehung und in eurem Familienzusammenhalt ein neues Niveau von Tiefe und Vertrauen. Ihr wisst nun, wo ihr gemeinsam hin wollt. Sollte es nicht so gut gelaufen sein, ist nun auch eine einvernehmliche Trennung denkbar. Dann aufgrund der Einsicht, dass dies für beide das Beste ist, auch wenn es schmerzt. Der Neumond in der Jungfrau am 15. September, wenn auch der Merkur wieder direktläufig wird, kann für euch in vieler Hinsicht zu einem echten Neubeginn werden. Die Konstellation steht super günstig zur Steinbocksonne, sei es für ein neues Kreativprojekt, für mehr Lust und Liebe in der Beziehung, für einen neuen Flirt oder um ein Herzensprojekt zu beginnen. Ihr könnt ganz neu anfangen oder im jeweiligen Bereich große Fortschritte machen.
In einer Meditation könnt ihr die Kräfte dieses Neumonds auf euer jeweiliges Vorhaben lenken. Einige von euch, besonders die Geborenen der dritten Dekade, haben mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Heiler Chiron steht ja bei euch im Familienhaus. Ich nenne euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Wir hatten ein Familientreffen und eine von uns hat eine kräftige Erkältung mitgebracht. Wir haben uns alle untereinander angesteckt und am stärksten betroffen waren die vier Steinböcke in der Familie. Unserem guten Zusammenhalt hat das keinen Abbruch getan, aber es war schon ein bisschen chaotisch. Die betreffende Konstellation mit Heiler Chiron wird in der zweiten Septemberhälfte auch nochmal ausgelöst. Und so könnten euch gesundheitliche Themen oder Familienfragen oder eine Mischung aus beidem beschäftigen und auch beruflich beeinflussen. Vielleicht, weil ihr euch kümmern müsst oder weil ihr auch selbst einfach mal eine Auszeit braucht. Deswegen passt da gut auf euch auf und nehmt alle Rücksicht aufeinander. Am 23. September ist Herbsttag und Nachtgleiche und die Waagesaison beginnt. Für die meisten Steinbockgeborenen ist das eine beruflich sehr intensive und arbeitsreiche Zeit, denn die Waagesonne aktiviert dann euer Karrierehaus, wo auch schon Mars entlangläuft. Für den Rest des Monats habt ihr also viel zu tun. Gleichzeitig stehen, wie gesagt, Gesundheits- und Familienthemen auf der Tagesordnung. Der Vollmond am 29. September im Widder beleuchtet diese Themen und die anstrengende, aber produktive Phase geht dann noch weiter bis Mitte Oktober. Bei mir passt das, denn ich schreibe in der Zeit mein Jahrbuch 2024. Was habt ihr im September und Oktober vor? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Im September kommt in der Liebe wieder vieles in Fluss. Außerdem habt ihr eine mental starke Phase und eure Abenteuerlust ist geweckt. Das schauen wir uns gleich genauer an. Vorher habe ich noch einen kosmischen Tipp für euch. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Liebesgöttin Venus und die wilde Lilith im Löwen aktivieren auch diesen Monat noch euer kosmisches Partnerhaus. Das ist jetzt sozusagen der Endspurt mit den beiden Göttinnen, die dann Anfang Oktober ins Zeichen Jungfrau weiterziehen. Wenn ihr Single seid, ist die Chance für vielversprechende Begegnungen, die zu Beziehungen führen können, erhöht. Deshalb gebt nochmal alles und plant vielleicht sogar extra Zeit ein, um euch mit interessanten Menschen zu treffen. Und auch eure sonstigen sozialen Kontakte gestalten sich wahrscheinlich ziemlich lebendig. Am 4. September wird die Venus wieder direktläufig und dann kommt wieder Bewegung in die Liebesangelegenheiten, die vorher ins Stocken geraten waren. Im Idealfall habt ihr Differenzen mit euren Herzensmenschen, was Wertvorstellungen betrifft, geklärt. Oder auch eine Sache mit der vergangenen Beziehung. Jetzt wisst ihr, woran ihr seid und ob es mit den betreffenden Menschen eine gemeinsame Zukunft gibt. In euren festen Beziehungen herrscht womöglich noch Klärungsbedarf. Hier ist der Merkur rückläufig und es können Missverständnisse auftreten. Wenn ihr beispielsweise nicht offen über Geldausgaben redet, die auch andere betreffen, kann es zu Unstimmigkeiten kommen. Der Neumond am 15. September in der Jungfrau aktiviert dann eure festen Beziehungen und Verbindlichkeiten. Und zugleich wird hier auch Merkur wieder direktläufig. Jetzt fällt es leichter, Klarheit in Finanzangelegenheiten zu bringen oder sich abzusprechen, wo man gemeinsam hin will. Trotzdem raten die Sterne bei Vertragsangelegenheiten zur Vorsicht. Ihr habt in der Zeit vom 17. bis 20. September eine Konstellation der Unklarheit in eurem Finanzbereich. Wenn es um eine gemeinsame Anschaffung geht, braucht ihr euch nicht zu hetzen. Mitte Oktober würden eure Finanzsterne dafür optimal stehen. Auf jeden Fall könnt ihr die Neumond-Meditation nutzen, um euch mit euren persönlichen Wertethemen zu beschäftigen, zum Beispiel im Hinblick auf euer Selbstwertgefühl.
Aber ihr könnt auch die Liebe und die Beziehung zum Thema machen und euch fragen, inwiefern bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen und was erwarte ich von meinen Beziehungspartnern? Beruflich habt ihr den September über eine schwungvolle Phase, weil euch der Mars energetisch und mental stärkt. Vor allem, wenn ihr eure Arbeit liebt und den Sinn darin erkennt, seid ihr unermüdlich. Falls ihr schon mal damit geliebäugelt habt, euch selbstständig zu machen, würden die Sterne dafür vom 16. September bis zum 4. Oktober besonders gut stehen. Dann wäre der Neumond geeignet, um hier den Grundstein für ein neues, selbstständiges Projekt zu legen. Ihr würdet dann auch finanzielle Starthilfe bekommen und dürft davon ausgehen, dass eure Expertise bzw. eure Produkte schnell auf Gegenliebe stoßen. Zumal ihr auch von einer gewissen Abenteuerlust beseelt seid und den Mut habt, euch auf etwas Spannendes Neues einzulassen. Dazu kommt, dass ihr wahrscheinlich seitens eurer Familie gute Unterstützung erhaltet. Und falls ihr von zu Hause aus arbeiten wollt, stehen die Sterne dafür ebenfalls gut. Alternativ könnt ihr die günstigen Konstellationen auch für eine Reise oder eine interessante Fortbildung nutzen. Am 23. September ist Herbsttag und Nachtgleiche und wenn die Sonne in die Waage geht, aktiviert sie erneut euren Sinn für Abenteuer und Zukunftsperspektiven und macht Lust, euren Horizont zu erweitern. Vom 25. bis 29. September werdet ihr möglicherweise in der Liebe nochmal auf die Probe gestellt. War eine Entscheidung richtig? Steht ihr zu einer Person oder nicht? Jetzt kommt es darauf an, dass ihr wisst, was ihr wollt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Happy End gibt. Der Vollmond im Widder am 29. September beleuchtet eure Interessen und was euch wichtig ist. Vielleicht auch, wo ihr in der Welt etwas verbessern wollt. Wenn ihr im Bereich Heilung und Therapie arbeitet, habt ihr fantastische Ideen, wie ihr euren Patientinnen und Klienten weiterhelfen könnt. Das alles wären tolle Themen für eine Vollmondmeditation. Das waren eure Konstellationen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fantasievollen Fischegeborenen und Fischeaszendenten. Der September bringt euch in der ersten Monatshälfte vielleicht noch einige Schwierigkeiten bei Absprachen mit euren Lieblingsmenschen, aber das löst sich im Laufe des Monats und dann wird es romantischer und verbindlicher. Falls ihr euch Gedanken macht, wie sich wohl eure Gesundheit im Herbst entwickeln könnte, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Der Herbst kommt und mit ihm die nächste Erkältungswelle. Deshalb dachte ich mir, ich biete euch jetzt den schriftlichen Vitalstatus als PDF in der Rabattaktion an. Da erfahrt ihr, wann die Sterne eure Vitalität und Gesundheit stärken und wann ihr besonders auf euch Acht geben solltet. Der Vitalstatus gilt für 6 Monate, deckt also die nächste Herbst- und Winterwelle ab. Sichert euch jetzt 20% Rabatt auf den Vitalstatus. Die Aktion läuft bis zum 23. September und der Rabattcode ist VITAL23. Mehr Infos und den Bestelllink gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. In den ersten Tagen des neuen Monats könnte eure Bodenhaftung ein bisschen schwächer sein als sonst. Ihr seid noch sehr beeinflusst von dem Vollmond in eurem Zeichen am letzten Augustabend. Die Vollmondenergie wirkt noch nach und betont eure romantische und träumerische Seite. Weil Liebesgöttin Venus am 4. September wieder direktläufig wird, ist ihre Energie besonders stark. Wundert euch nicht, wenn ihr keine Lust auf Alltag habt. Romantische Stunden mit eurem Liebsten oder Tagträume mit eurem Schwarm in der Hauptrolle interessieren euch gerade viel mehr. Richtig schön wäre es jetzt auch, die letzten Sommertage am See zu verbringen und sich treiben zu lassen. Baut doch noch ein paar Überstunden ab, falls möglich, und genießt den Spätsommer. Denkerplanet Merkur ist noch bis Mitte des Monats rückläufig in eurem Partnerhaus und in euren zwischenmenschlichen Beziehungen läuft es anders als sonst. Vielleicht ist euer Schatz zum Beispiel auf Dienstreise oder ihr seid in Kur und kümmert euch um eure Gesundheit und deswegen läuft es bei euch in der Kommunikation quer oder anders als gewohnt. Eine tolle kosmische Gelegenheit für alle Singles, die auf der Suche sind nach einer neuen Partnerschaft, ergibt sich am 15. September, wenn wir den Neumond in der Jungfrau in eurem Partnerhaus haben. Auch bei bestehenden Beziehungen wäre hier der Tipp der Sterne, euch am Tag des Neumonds Zeit zu nehmen, zum Beispiel früh am Morgen, wenn das möglich ist, und den Tag mit einer Meditation oder einem Ritual zu beginnen. Schreibt auf, welche Eigenschaften ihr euch bei eurem Partner wünscht und formuliert alles in der Ist-Form,
Also schreibt zum Beispiel: Mein Partner ist tierlieb und sehr naturverbunden. Und lest euch das dann für einige Tage jeden Morgen durch. Damit programmiert ihr euer Unterbewusstsein und das kann helfen, den passenden Partner ins Leben zu ziehen. Mit dem Neumond wird Kommunikationsplanet Merkur auch endlich wieder direktläufig und falls es mit euren Herzensmenschen Probleme mit Missverständnissen und Ähnlichem gab, lösen die sich nun bald auf. Die Sterne schenken euch eine weitere spannende Phase in der Liebe zwischen dem 12. und dem 25. September, in der ihr und eure Liebsten verspielt, innig und fantasievoll miteinander umgeht. Wenn ihr liiert seid, hängt jetzt der Himmel voller Geigen und ihr könnt die Finger kaum voneinander lassen. Bei frischen Flirts oder Datingphasen solltet ihr allerdings vorsichtig sein und nicht gleich aufs Ganze gehen. Womöglich entpuppt sich der vermeintliche Traumprinz zum Ende des Monats doch als quakender Frosch. Versucht, euren Hang zum Idealisieren in dieser Zeit ein bisschen einzudämmen und passt gerade beim Online-Daten gut auf euch auf. Hier wird eure gutmütige Seite sonst schnell ausgenutzt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was sich bei euch so zeigt. Am 23. September wechselt die Sonne in das Zeichen Waage und das bedeutet, wir feiern mal Bonn, die Herbsttag- und Nachtgleiche. Danach sind die Nächte wieder länger als die Tage und die dunkle Hälfte des Jahres beginnt. Für euch wird die Energie verbindlicher und ihr bekommt mehr Tiefgang. Und ihr seid vielleicht auch mutiger als sonst, wenn es darum geht, Verträge zu unterschreiben und Verantwortung zu übernehmen. Zum Monatsende haben wir dann am 29. den Vollmond im unerschrockenen Zeichen Widder. Der Vollmond aktiviert den verwundeten Heiler Chiron und die Schicksalsanzeiger Mondknoten. Da könntet ihr aus Versehen auf das ein oder andere Familiengeheimnis stoßen. Mit Investitionen und Geldgeschäften solltet ihr den ganzen Monat über eher vorsichtig sein. Und auch wenn ihr Verträge unterschreiben sollt, ist die Zeit rund um den Vollmond nicht ideal. Falls es möglich für euch ist, versucht, solche Themen auf Oktober zu schieben. Da gibt der Kosmos wieder grünes Licht. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Und jetzt ist es Zeit für den Service-Teil mit meinen Terminen und Infos. Falls ihr euch in den Sternzeichen-Horoskopen nicht wiederfindet, kommt für euch vielleicht eine Beratung oder ein schriftliches PDF-Horoskop in Frage. Denn darin kann ich sämtliche Planeten eures Geburtshoroskops berücksichtigen. Schaut doch mal auf meiner Homepage, da findet ihr mein Angebot an persönlichen Beratungsgesprächen und Horoskopprodukten. Den nächsten Livestream habe ich für den 5. September geplant. Da können wir feiern, dass die Venus wieder direkt läuft und uns austauschen, wie wir ihre Rückläufigkeit erlebt haben. Also es gibt einige interessante, romantische, aber auch tragische Geschichten aus dieser Zeit. Schreibt mir gerne von euren Erfahrungen der letzten 10 Wochen. Vielleicht kann ich davon was im Livestream einbringen. Meine E-Mail-Adresse ist service@antonialangsdorf.com oder ihr nutzt die Kommentare hier auf YouTube oder Instagram. Im Livestream gibt es auch immer ein Gewinnspiel. Dafür müsst ihr euch aus Datenschutzgründen vorher anmelden. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Und alle, die noch nicht auf Instagram sind, lade ich ganz herzlich ein, mir auch dort zu folgen. Da gibt es jeden Tag einen Post über die Aktivitäten der Mondin und ihr erfahrt natürlich auch dort, wann wichtige Planetenwechsel und Aspekte anstehen. Außerdem gibt es da noch mehr von meinen kreativen Astrobildern zu sehen. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Wenn ihr eine persönliche Jahresvorschau als PDF gewinnen wollt, dann schreibt mir doch einen netten und konstruktiven Kommentar hier auf YouTube und falls noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal und vergesst auch nicht, das Glöckchen für die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch noch mein Video »Ein neuer Karma-Zyklus beginnt« über die Schicksalsanzeiger Mondknoten. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch doch auch noch das Venus-Pentagramm nochmal an. Es ist faszinierend. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.